Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Tanokiden. Und wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben, die Garamanten aus ihrer Heimatstadt vertrieben zu haben und ihre Legionen über den Boden gefegt zu haben mit unseren vielen Truppen. Und da würde ich sagen, da wir am Ende der Runde waren, beenden wir diese gleich. Denn wir haben die vollen Bewegungspunkte unserer Armeen ausgenutzt und haben mit der letzten, die wir noch was tun konnten, die Stadt niedergerissen, damit diese sich nie wieder aus dem Schatten erheben darf. Dem Schatten derer, die es gewagt haben, sich über die Tanukiden zu stellen und ihr Vasallendasein zu beenden. Er möge dies eine Lehre sein für alle, die sich gegen uns stellen möchten. Denn das ist meiner Meinung nach keine schöne Sache. Wie ich sehe, marschiert ihr Afrika weiter. Die sollen nicht meine Städte bekommen. Ich muss Hardumentum niederbrennen, bevor Afrika es erobern kann. Was machst du denn da? Du hast keine Truppen mehr, mein Freund. Nichts mehr kannst du gegen mich hetzen. Keine Männer, kein gar nichts. So frage ich dich, was möchtest du tun? Okay, machen wir doch mal Armeefehler. Attentat, oh. Okay, töten wir den Anführer der Armee. Perfekt, er ist tot. Ich habe getan, was verlangt wurde, mein Herr. Gut, dann gehst du als Armee, die noch viel Bewegung, noch viele Truppenstärke hat, mal dahin. Ich erwarte eure Befehle. So, gehen wir mal alle dahin. Zum Sieg! So. Na, der läuft weg. Wie ich sehe, bekommen wir ganz wenig Geld. Es liegt daran, dass wir alle hier miteinander in Rivalität herrschen, sich bekämpfen wollen. Wer kann denn überhaupt noch gleich sein Lager aufschlagen? Du könntest dein Lager aufschlagen, wenn du der Angreifender bist. Komm, die Schlacht machen wir immer automatisch. Aggressiv werden wir vorgehen. Und zack! Wir haben eine Nation vernichtet. Eine Fraktion, welche es wagte, sich gegen uns zu stellen. Perfekt. Nee, Truppen verstärken wollen wir nicht. Mit euren unerfahrenen Kriegern wollen wir nichts zu tun haben. Integrität schadet nicht. So, aufbauen. Wobei, du kannst auch ein bisschen weg hier. Wir müssen die Rivalität sofort beenden. Das ist ja echt abnormal, dass jeder minus 30 bekommt. Jeder einzelne Horde hier bekommt minus 30 auf den Gewinn. Das ist echt nicht gut. Nee, 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 das wollen wir doch nicht. Hä, wie siehst du denn auf einmal aus? Du könntest eigentlich mal da einen Posten übernehmen. Das Problem ist, ich habe keine Kontrolle. Aber es ist dann leider mal so. Was sollen wir machen? Beeilt euch, Männer! Aber der sieht, hat ein neues Aussehen bekommen. So, erstmal die Armeen voneinander trennen. Wie lautet euer nächster Befehl? Und sich weiter ausbauen. Ja, aber das ist gut. Warte, du. Die gelten als Söldner-Onaga. 1000 Unterhalt. Nee, weg mit euch. Brauche ich mir lieber zwei normale. Dann kann die Armee auch normale Städte erobern, weil die normale Garnison aus den Städten auch immer rauslaufen wird. Die Armee könnte echt mal eine kleine Städte erobern, wenn sie die Katapulte hat. Oder Onaga. Wie auch immer. Gut, dann hätten wir das hier eigentlich. Ich hoffe, nur noch die beiden sind jetzt Rivalitäten, dass der andere draußen ist. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Armeen wieder auffrischen. Die haben große Verluste erlitten. Das gefällt mir gar nicht. Da kann man ja relativ wenig gegen tun. Was passiert hier? Das ist das Sassanidenreich. Greift Palmyra an. Ja, aber die Sassaniden mögen mich. Es tut mir leid, mit den Sassaniden möchte ich echt keinen Krieg haben. Sie sind doch meine östlichen Verbündeten. Ja, okay, sie sind nicht meine Verbündeten, aber nee, mit den Sassaniden, nee. Ich habe doch schon mit den Römern Krieg, mit den Afrikanern. Nee. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Leute. Die Afrikaner möchte ich nämlich komplett ausrotten, damit ich mich jetzt da oben ansiedeln kann. Ich würde sagen, es dauert nur noch wenige Parts. Okay, was heißt wenige? Ganz Afrika zu plündern könnte schon ein paar Parts dauern. Aber wenn Afrika geplündert ist, werde ich vielleicht noch Sizilien plündern und Südspanien und dann werden wir uns ansiedeln. Dann hätten wir es eigentlich. Wir müssen ganz viel Geld zurückhalten, denn unsere Armeen haben einen verdammt großen Unterhalt. Da müssen wir ganz schnell unsere Städte aufbauen können. Machen wir mal einfach was für dich. Okay, perfekt. Du bist aus dem Rivalitätenbereich raus, gut so. Was machst du denn da? Eine Armee aufbauen? Na, gegen wen denn?
Gegen wen baust du in deiner Armee auf, wenn ich fragen darf? Hallo? Ich bin ein Tanukide. Ich möchte dich töten. Okay, gehen wir mal Richtung Straße hier. Unsere Hauptarmee, darunter auch unser König, wird jetzt erstmal ein bisschen allein gelassen. Aber es ist jetzt nun mal so. Na, du solltest noch Abstand halten. Gibt es da irgendwo noch eine Randstätte? In Afrika hat die Stadt wie erwartet eingenommen. Du kannst eigentlich nochmal nach Konstantina hier oben laufen. So schwach bist du auch nicht mehr. So schwach bist du auch nicht mehr. So. Du kannst dich eigentlich schon gut wehren, würde ich sagen. Gut, oh. Das habt nur noch ihr beide genau, das mit den 15%. Nächste Runde sind die 15% da auch weg. Ich will mal ganz gerne wissen, wie viele Runden die Armee noch durchhalten können. Wo stand das nochmal? Ich vergesse das immer. Ja, zur Zeit macht die hier Minus. Guck mal, ich krieg Einkommen von dem Ding, aber 500 mehr Verluste. Wie sieht's bei dir aus? Sollte auch noch andersrum sein, ja. Nee, das Einkommen ist viel höher. Also du bist ein wichtiger Gewinn hier. Das war ja mal gut, dass ich dich hier rausgehoben habe aus der Armee. Du bist der Einzige, der hier ordentlich Gewinn macht. Jetzt direkt als eigene Horde. Das freut mich doch. Warte, du kannst hier noch Fähigkeiten haben. Verbessern wir mal die Rüstung. Moral für Fernkampf. Nee, machen wir Autorität. Gegen Römer, öffentliche Ordnung. Machen wir Forschungsrate. Man konnte doch... Wie war das nochmal mit dem Nachgucken, wie lange ein Ding noch durchhält? Es war doch hier, oder? Oh, da bin ich jetzt... Es stand doch hier irgendwo. Ich bin gerade irgendwie zu blöd. Dass ihr für mich kämpft, ist eine schöne Sache. Ich muss mal gucken, was war nochmal die Anfangsregion? Genau, Syrien, Palästina und Ägyptus sollte ich haben. Wenn ich die ganze Welt haben soll? Ja, dann halt die ganze Welt, ne? Bis nach Skythien? Die haben echt erwartet, ich laufe Richtung Norden, weil die ganzen Regionen hier, ja, die dachten echt, ich siehe mich in Kleinasien an. Das wären die Siegesbedingungen. Das schaffe ich aber einfach nicht. Nee, das kriege ich einfach nicht hin. Also ich hätte einfach, als ich gegen Rom gekämpft habe, Richtung Norden laufen sollen. Ich denke, die haben einfach nicht vorausgesehen, dass auch der Weg nach Afrika erstens der einfachere ist und zweitens etwas anderes ist. Ich hätte die Wahl. Gehe ich nach Afrika oder Kleinasien? Und Afrika war für mich deutlich entspannter, weil die Oströmer da keine richtigen Armeen hatten. Die einzigen Armeen, die ich gekämpft habe, bestanden von deren Vasallen halt. Die Nomaden, die Garamanten, die Getuler. Aber so stark sind die ja jetzt auch nicht. Denn sie selber hatten da keine großen Armeen zu bieten. Würde ich mal so platt sagen. Nee, es wundert mich schon. Boah, also, wenn ich das... Ich denke, ich würde nur bis zum kleinen Ziel spielen. Ich denke, ab einem gewissen Punkt würde die Kampagne auch für die Zuschauer langweilig werden, wenn ich da ganz groß bin und... Oh nein, er hat mir die Stadt weggenommen. Wenn ich ganz groß bin und mich dann nur noch ganz langsam ausbaue. Aber selbst die Anfangsdinger wären ja schon ein bisschen komisch zu erreichen, wenn ich mal hier nachgucke. Der geringe Sieg. Syrien, boah, das kann ich eigentlich schon vergessen. Palästina würde noch gehen und Ägyptus auch, aber Syrien, na. Na. Da würde ich mir eher meine eigenen Ziele machen. Oh, wobei, er hat die Stadt noch gar nicht erobert. Habe ich mich ja schon ein bisschen verguckt. Nein, ich will keinen Beitritt von euch. Die Siedlung wird belagert. Eine schöne römische Armee ist das. Ja, die Stadt kann ich so einnehmen. So, zack, weg mit euch. Ich mag irgendwie den Charakter hier. Der hat ein schönes neues Aussehen bekommen. Weg mit dir. Ausrauben natürlich. Oh, das ist jetzt echt... Moment mal. Okay, ich dachte gerade, ich habe aus irgendeinem Grund die Plünderer der Wüste übersehen. Da dachte ich mir, ist das nicht ein bisschen wenig Kavallerie? Nee, das klappt schon. Wobei die Armee generell mehr Kavallerie haben könnte. Aber alles ist unsicher, okay. Zu euren Diensten. Tut mir leid.
Die Stadt sollst du nicht bekommen. Die wird mir gehören. Jetzt muss ich warten, bis das fertig gebrannt ist. Es war auf jeden Fall eine große Fläche. Wow! Die Fläche wird ja noch größer. Ah, das geht bis zu der Armee hier hinten. Ich erwarte eure Befehle. Junge, Junge. Das ist weit. Das ist sehr weit. So, wie stark bist du? Na, noch nicht stark genug, aber wir können verbesserte Waffen haben. Das leiste ich mir doch glatt mal. Kostet mich... Ja, gar nicht mal so viel. Das könnte wirklich jeder mal bekommen hier. Zack. So, dann ist die Armee ein bisschen stärker. Ne, wir warten noch. Sei denn, er will uns angreifen. Zu euren Diensten. Weil da ich eh noch zwei Runden warten muss, gehe ich eine Runde zurück und die zweite Runde, die ich warte, gehe ich nochmal weit in deren Territorien rein. So. Bin ich ja fast sicherer mit der Armee. Ansonsten klappt hier alles. Du hast doch jetzt... Genau. Aha, nein, dadurch, dass ich nicht da gebaut habe, wird das Gebäude nicht fertig. Aber nächste Runde baue ich das Gebäude fertig und dann kann ich danach auch schon die Truppen bauen, die schönen. So. Das Einkommen ist halt geringer, als die Armee kostet. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber ich krieg doch noch Geld durch andere. Das ist dann... Das sind meine Vasallen. Ich habe ja Ägypten und die Gassaniden noch. Wie viel geben die Ägypter mir? Hier steht es doch, oder? 657. Das ist schon relativ viel, würde ich sagen. Ja, beide zusammen. Ein ganzer Tausender. Also ist nicht zu unterschätzen. Oh ja, das ist es nicht. Ich muss nur jetzt hoffen. Erstens brauche ich Karthago. Zweitens, ich muss Konstantina plündern, ohne dass da eine große Armee kommt. Ja, meine ist nicht groß. Na komm, macht schon. Ich will wieder dran sein. Boah, das war knapp. Okay, Judäa. Ah, perfekt. Endlich mal ausgelöscht. Diese dummen Gegner. So. Ich erwarte weitere Befehle. Nee, ich brenne erst nächste Runde nieder. Denn ich möchte hier noch was machen. Ich baue weiter zwei, einmal Badia und einmal Tanukitsche Laura. Dann habe ich aber noch einen Slot frei. Da würde ich gerne Schockkavallerie reintun. Und diese hier. Und da würde ich einen Bogenschützen auflösen. Für noch einen Onaka. So. Oh, hier ist eine Armee. Dann geht mal auf die Straße hier. Beeilt euch, Männer. Denn dann kann ich halt schneller wieder zur Stadt hinkommen, wenn die hier auf der Straße warten. Nee, ihr bräuchtet echt mal ein paar Truppengebäude hier. Ich erwarte eure Befehle. Ja, nee, du sollst das nicht machen. Du bist sowieso schon auf maximal. So. War das alles? Mach dich bereit. Boah, du bist dann nächste Runde immer noch nicht voll. Dann halte ich noch zurück. Sofort. Ah, hier steht, wie viele Runden die noch durchhalten. Ah. Wie sieht's bei dir aus? 6 Runden, perfekt. Du? Auch 9. Also mit 3 Runden ist das noch der mit dem wenigsten. Okay. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Perfekt. Dann kommen, beenden wir die Runde. Boah, ich habe gleich 30.000. Das freut mich doch. Es bleibt nur abzuwarten, was die Afrikaner da machen. Ich weiß echt nicht, was ich da noch machen soll. Ich muss die Afrikaner jetzt einfach mal eine Runde da machen lassen. Ich würde Karthago nur nicht gerne abgeben. Ich würde die Stadt halt gerne niederbrennen. Denn er rennt an niedergebrannten Städten vorbei. Nein, nicht die... Bemann die Stadt doch.
Wer, du greifst jetzt eine meiner Armeen an, nur um Karthago nicht verteidigen zu müssen. Oh. Zurückfallen und neue probieren. Was soll das denn? Was denkst du dir dabei? Du hast Karthago aufgegeben, nur um meine Armee zu verjagen. Du willst eine Runde nicht in der richtigen Dorfstellung ist. Das finde ich gar nicht gut von dir. Was mache ich denn mit dir? Erstmal forschen. Ich würde sagen, wir erforschen die berittenen Speerträger der Wüste. Ein paar Plänkler-Einheiten schaden nicht. Ich kann mit dir auch darunter gehen. Oh, nur Speerträger der Wüste. Ich erwarte eure Befehle. Und du bist mein? Ich erwarte eure noch zwei Runden, perfekt. Kannst schon mal Richtung Stadt wieder gehen. Weil die Stadt ist unbemannt. Eine unbemannte Stadt? Na, eine Runde warten wir noch. Eine Runde warten wir noch. Eine geht noch. Du stellst dich mal hier auf. So. Und du kommst hier hin. Perfekt. Na, haut doch nicht ab. Beeilt euch, Männer. Ich hoffe, der kann auch hier seine Basis aufbauen. Geht das? Nein! Du Frechdachs! Ne, die Schlacht machen wir selber. Denn wir wollen unsere Laura nicht verlieren. Dann helfen wir es auch erstmal. Na. Erstmal einen schönen Schluck Wasser gegönnt vor der Schlacht. So. Also. Wo kommt meine Verstärkung? Die sollte hinter mir kommen. Perfekt. Du wirst dich verstecken. Und zwar da oben im Wald. Ich will dich nicht sehen. Und meine Speerträger bilden wieder die Linie. Na. Also du bist schon eine Pikenwand. Perfekt. Okay. Piken in der Mitte. Bogenschützen dahinter. Ach, davor. Okay. Er hat an der linken Flanke weniger Kraft, das merke ich mir. Dann kommt da auch weniger Kavalleristen hin. Na, jetzt habe ich die ganze Armee ausgewählt. Dann kommt ihr hier hin mit dem Gen. Und ihr... Stellt euch da auf. Haltet aber noch Platz für die Bogenschützen. So. Perfekt. Na, kann meine wegen automatisch schießen und auch mit schnellem Nachladen. Okay, los. Los geht's. Da sind sie. Meine tapferen Männer. Dies Wagen, sich uns entgegenzustellen, ist eine Beleidigung. Das dürfen wir nicht. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Wir werden Blut begegnen. An die Waffen. Okay, die Rede unseres Generals wurde gehalten. Währenddessen kam halt unsere Verstärkung rein. Und ihr macht das am besten so, dass ihr einfach den Schussbefehl auf diesen Trupp bekommt und schießt, sobald ihr könnt. Na, wow, die Kamera. So. Erstmal laufen. Erstmal Laufbefehle geben. Natürlich dem ordentlich rein hier. So. General kommt natürlich hier mit an die Flanke. Und dann klappt eigentlich schon alles. Was macht ihr denn da? Oh, dann gebe ich euch den normalen Marschbefehl, wenn ihr zu blöd seid. Gut. Ist die Frage, ist meine Verstärkung da, bevor seine Armee da ist? Versucht es. Ich würde schon gerne die Speerträger mit in der Linie aufstellen. Meine Schwerter hier hinten. Wir wollen kämpfen. Aber das werdet ihr nicht. Ihr werdet schon nicht kämpfen. Wie sieht das mit eurer Reichweite aus? Oh, die geht gerade mal bis zu meiner Armee. Ja, die schießen ja auch noch nicht. Da brauche ich gar nicht zu gucken, ob die schießen. Wie sieht es denn bei euch aus? Oh, der erste Trupp ist gleich in Reichweite. Komm, macht euch bereit. Ja. Komm. Wie sieht es mit der Kaff aus? Okay, die ist verborgen, die auch. Okay. Kommt. Los.
Ja? Schießt. Juhu! Feuer frei! Bam! So. Er hat ja wenig Kavallerie, dachte ich mir. Also renn ich mal los. Fähigkeiten aktivieren. Also schon mal bereit machen. Ja, okay. Meine Männer wären da. Macht euch bereit. Wir stellen uns ein bisschen fetter auf hier. Selbst die Piken können sich so mal eine fette Formation aufstellen. Na, da soll noch... Hä? Oh, die Piken... Oh, ich hasse das, wenn der Computer es nicht richtig übernimmt. Die Piken sind jetzt am Rand. Das würde ich nicht. Oh, nein, nein, nein. Das wollte ich doch nicht. Wie sieht es mit eurer Reichweite aus? Ihr seid näher dran schon. Unsere Truppen sind in einen Hinterhalt geraten. Na, Hinterhalt kann man das nicht nennen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Viel Spaß. Okay, Kamelkrieger sind da. Na, die haben keinen Sturmangriffsbonus gehabt jetzt. Viel Spaß. Schieß mal da rein. Okay, Feuer frei. Komm, macht sie fertig. Burgschützen sind fleißig am Schießen. Feuer frei, noch eine Salve, dann zieht ihr euch zurück. Okay, zweiter Trupp, dritter Trupp. Lauft. Hat der General da an der Seite, okay. Der schießt weiter in den Rücken. Bisschen Abstand halten aber. Okay, ihr habt jetzt freie Schussbahn. Gut, die sind zerschmettert. Die auch. Rückzug. Attacke. Wow, habt ihr... Ja, ich schieße meine eigenen Männer! Seht, ihre versteckten Einheiten. Okay, macht euch bereit. Macht sie fertig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Greift mal da an. Wobei, ihr geht mich in den Rücken. Ihr da rein. Okay, ihr geht hier lang. Wobei, ihr müsst hier nicht lang. Die Kamelkrieger sollen hier rein. Denn die sind gut, um Kavallerie zu brechen. Okay, und ihr geht hier lang. Aber so, dass ihr nicht irgendwo in den Kampf reingezogen werdet. Lauft. Wir brauchen hier Verstärkung. Rein da. Rein da. Okay, nochmal raus kurz. Rein da. Rein da. Rein da. Hier geht mal da hinten hin. Bogenschützen aufhören. Macht sie alle fertig. Los. Piken, wo guckt ihr meine Piken? Piken. Nein, was macht ihr? Schnell. Nein. Gott, ihr dummen Piken. Was macht ihr denn? Okay, raus da. Ich habe einen besseren Job. Sind meine Kavalleristen draußen? Der Feind hat seine Einheiten versammelt. Feuer frei. Nein, du versammelst hier keine Einheiten. Okay, rein da. Alle rein da. Los, los, los. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. So, vernichtet. Selbst Kavallerie macht jetzt eure Speerkämpfer fertig. Ihr habt keine Chance. Okay, eine Salve da drauf, bitte. Okay, können wir eigentlich beenden. Da ist nicht mehr viel übrig. Da ist nicht mehr viel übrig. Sind an einer Stelle gut durchgebrochen. Das sieht man bei einem meiner Trupps, der ein bisschen mehr Verlust erlitten hat. Der war sogar kurz mal mitgenommen. Aber wir haben sie zurückgeschlagen. Aber meine Kavallerie perfekt. Aber meine Onaga waren irgendwie scheiße. Also die hätten mehr machen können. 9 und 6 Kills ist echt nicht genug. Die haben sogar meine eigenen Männer reingeschossen. So, Gefangene 11% Verstärkung. Klingt verlockend, aber ich töte sie. Jetzt haut er ab. Na.
Wir kämpfen für euch. Es können beide nicht mehr in der ordentlichen Horde. Okay, dann stellt euch wenigstens nebeneinander, um geschützter zu sein. Also da ist nicht mehr viel übrig. Gehen wir da lang. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das soll es für diesen Part mal wieder gewesen sein. Wir haben hier schöne Schaffen geschlagen. Wir werden nächste Runde den Getulern richtig in den Arsch treten und ihre Städte niederbrennen. Und ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.